Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma Schäffer Automobile in Bielefeld. Heute stelle ich Ihnen den Skoda Karoq 1,5 TSI DSG Sportline vor. Genau wie angekündigt, wir hatten in dem letzten Karoq Video den Skoda Karoq 1,5 TSI DSG Style. Heute gehen wir im Wesentlichen auf die Unterschiede der einzelnen Versionen ein. Der Style ist eher das elegantere Auto, gut ausgestattet, so wie es eben halt sein soll. Beim Sportline ist es so, natürlich auch gut ausgestattet, aber mit den wesentlichen Akzenten. Beginnt damit, dass ich bei dem Auto einen 19 Zoll Bicolor Leichtmetallfelge habe mit 225er Bereifung. Geht dann weiter über Spiegelkappen, die in schwarz lackiert sind, Sportline-Emblem, zusätzlich alles das, was normalerweise bei der Style-Version in Chrom gehalten ist, hier bei dem Auto komplett in schwarz. Auch hinten Dachkanten, Abrisskante. Spoiler mit dazu, vorne das Grill vor dem Auto komplett in schwarz gehalten und vor allen Dingen, was sehr auffällig ist, diese ganzen Anbauteile im Stoßfängerbereich vorne, hinten, wie auch die Schweller in Wagenfarbe lackiert. Ich finde, gerade bei dem Auto hier in der Farbe Weiß sticht das mit dem Schwarz hervorragend raus. Man hat einen richtig tollen Kontrast, das Auto sieht richtig sportlich aus, genauso wie es gewünscht ist. Im Innenraum gibt es natürlich auch verschiedene Unterschiede. Es beginnt hier schon mal einmal mit der Zierleiste, die ist sonst in Silber gehalten, hier in Schwarz in so einer sogenannten Carbonstruktur, also wirklich auch deutlich sportlicher. Zusätzlich die Zierleisten hier vorne, die ja in unterschiedlichen Farben zu beleuchten sind, in Schwarz Hochglanz und vor allen Dingen, was super gemacht ist, ein Sportkomfortsitz, der schon eine sehr sportliche Optik hat, mit dieser Rautensteppung dabei, aber wirklich auch noch sehr komfortabel ist, also nicht so wahnsinnig eng, wo man direkt beim Einsteigen schon feststellt, Mensch, das ist sehr knapp bemessen, das ist sehr schmal, da kann ich wirklich nicht gut drauf sitzen. Es ist genau das Gegenteil, ich sitze hier hervorragend, habe schön rechts und links die Wangen, habe das auch hier hinten nochmal im Rückenbereich, sodass das nicht aufdringlich ist, aber ich wirklich eben halt komfortabel in dem Auto sitzen kann. Zusätzlich hier beim Sportline das beheizte Multifunktionslenkrad unten abgeflocht, auch da nochmal eine sportliche Note. Virtuelles Cockpit haben wir in dem Auto, was wir jetzt einfach mal gerade einmal starten, dann können wir es direkt sehen. Applikationen im Mittelbereich auch in schwarz gehalten. Hier direkt der Schriftzug Sportline. Werde ich wieder begrüßt hier, so wie wir das kennen. Also ringsherum ein sehr, sehr sportliches Auto, auch nochmal mit dem Unterschied im Bereich Dachhimmel. Normalerweise ist das ein heller, keramikfarbener Himmel. Hier haben wir einen sportlichen schwarzen Himmel mit drin. Auch hier vorne diese A-Säulenverkleidung schön in dem Schwarz gemacht. Also alles in allem sehr, sehr schick. Schauen wir mal hinten nochmal. Auch da, wie wir es kennen, schöne große Sitzbank, viel Platz. Auch hier wiederum diese Applikationen nochmal. Ganz auf Sport betont das Ganze. Sehr, sehr schick gemacht. So, ich gehe mal eine Stufe weiter zum Kofferraum. Öffnen wir mal.
Dann haben wir nämlich hier einen Hebel, den ich ziehen kann, und schwupp habe ich die Anhängerkupplung. Gerade bei der Sportline-Version finde ich, das ist ein Auto, was sehr, sehr gerne gekauft wird von freizeitbegeisterten Menschen, die auch gerne mal ihr Fahrrad mitnehmen, die raus wollen in die Natur, die auch sagen, okay, ich brauche zum einen Kofferraumvolumen, wo ich ordentlich was reinpacken kann, zum anderen aber die Möglichkeit, einen Fahrradträger zu montieren und eben halt auf diesem Fahrradträger direkt auch die Räder mitzunehmen. Riesenvorteil dabei, ich brauche die Räder nicht oben aufs Dach draufpacken, was im Regelfall immer zu großen Schwierigkeiten führt, auch gerne mal zu tiefen, extremen Kratzern im Dachbereich, was niemand braucht und niemand will. Zum anderen, ich brauche das dreckige Fahrrad, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Mountainbike irgendwo unterwegs war, nicht ins Auto reinpacken und habe den Dreck nicht im Auto, sondern kann es sicher hinten auf einem Fahrradträger montieren. Wir werden jetzt mal eins machen, wir montieren jetzt mal den Fahrradträger und zeigen mal, wie das Ganze auf der Kupplung funktioniert. So, wenn wir jetzt von der Tour zurückkommen, wir direkt zum Auto. Wir haben den Träger schon mal vorpositioniert, haben ihn auf die Kupplung schon mal draufgehangen. Ich muss mal gerade dieses Fahrrad jetzt erstmal abstellen hier. So, wenn der Träger so auf der Kupplung jetzt draufhängt, guck mal gerade einmal die Haare richten, dann brauchen wir ihn letztendlich eigentlich nur arretieren. So, das ist schon mal erledigt. Idealerweise direkt, wenn es auf grün steht, überschließen. Und dann kann ich hier diese Stange oben wieder einrasten lassen. Natürlich rechts und links hier die Rändelmuttern montieren. Die müssen festgezogen werden, das ist ganz wichtig, damit wir eine Sperre haben. Vor allen Dingen ist das auch nochmal ein Abstandshalter hinten zur Heckklappe. So, das sitzt soweit. Jetzt ist ja die Frage, wie machen wir das jetzt mit der Steckdose? Steckdose, das ist ganz toll gelöst hier bei dem Karoq. Befindet sich seitlich, direkt an dem... Ah ja, okay, jetzt habe ich es verstanden. Seitlich direkt an dem Kugelkopf. So, den stecke ich da drauf. Drehen einmal und schon sitzt das Ganze. So, dann müssen wir hier vorne einmal lösen, hier noch einmal lösen. Somit haben wir jetzt die Freigängigkeit schon mal. Den stellen wir einmal hoch. Jetzt nehme ich mal das Fahrrad. Packe es mir hier drauf. So, so steht es schon mal. Jetzt können wir schauen, je nachdem, wie es vom Abstand her passt, dass wir dann entweder direkt hier die Montage machen, so wie ich es hier drauf klemme. Das ist die eine Möglichkeit, weil das ja nur eine Arretierung ist. Ein bisschen darauf achten, dass wir es mittig haben. So, einfach die Rändelmutter festziehen. Das Ganze ist auch abschließbar, so dass wenn ich das Auto jetzt irgendwo stehen lasse, habe das Fahrrad hinten drauf, dass mir niemand da einfach mal das Fahrrad stehlen kann. So, das sitzt schon mal soweit. Als nächstes hier unten, wenn wir so ein bisschen darauf achten, dass das sauber zwischen den Speichen herkommt, den Halter mit rein. Den brauche ich jetzt nur festziehen. Man sieht schon, das Ganze wird verspannt, das sitzt. Auf der anderen Seite genau das gleiche, einmal durchziehen, wobei ich glaube, ein weiter geht auch noch, einmal durchziehen, da einmal rein, hier festgezogen, festgezurrt und schon sitzt das Ganze stabil. Stellt man sich natürlich die Frage, ich stehe jetzt hinter dem Auto, das ist alles wunderschön, das ist jetzt auch alles verzurrt, das ist auch alles toll, aber wie kriege ich jetzt die Heckklappe zu? Gar kein Problem. Hier einmal drücken, dann ist der ganze Fahrradträger kippbar. Dann sitzt der, dann passiert da gar nichts. Ich kann die Heckklappe schließen und schon ist das Ganze erledigt. Anschließend das Ganze einfach wieder einrasten lassen, ist damit direkt verspannt und schon ist es fertig. Das heißt also für den Wochenendausflug ganz schnell erledigt, auch wenn man das nicht ganz so oft macht. Ich mache das selber jetzt gerade erst das dritte Mal.
geht das relativ zügig, relativ einfach, also wirklich nicht schwierig und auch für jeden erlernbar. Sollte es so sein, dass wir hier einen Kunden haben, der bei uns das Fahrzeug kauft mit einem Fahrradträger, wollen wir das auch gerne vor Ort gerade noch mal einmal erklären. Wir haben sehr viele Kunden, die derzeit eben halt Fahrräder mit Anhängekupplung und Fahrradträger kaufen. Gerade auch bei den älteren Kunden, Thema E-Bike ist ein Riesenthema. Da haben wir die Situation, so ein E-Bike wiegt ja ganz gerne mal 20, 25 Kilo, der Akku alleine irgendwie um 5 Kilo. Nun ist das vielleicht für den einen oder anderen nicht ganz so einfach, so ein Fahrrad einfach drauf zu packen. Dafür gibt es aber zusätzlich nochmal eine Auffahrrampe, die man hier montieren kann, sodass ich das E-Bike praktisch einfach seitlich drauf fahre. Hab dann die gleiche Ausgangsposition, wie wir sie jetzt eben hier gehabt haben bei dem Verspannen, was für jeden einfach und easy zu machen ist. Zum anderen kann man auch, um die Stützlast nicht zu stark zu beanspruchen, in jedem Fall auch nochmal den Akku abnehmen. Das sind im Regelfall um die 5 Kilo, die dann nochmal fehlen. Somit haben wir dann hinten mit dem Träger irgendwo alles in allem um die, naja, ich sag mal 55, maximal 60 Kilo auf der Anhängekupplung. Also von der Belastung her gar kein Problem. Auto jetzt hier steht, inklusive dem Fahrradträger, ganz sportliches Erscheinungsbild, natürlich auch diesem Mountainbike geschuldet, was natürlich auch super sportlich aussieht. Das passt einfach zusammen, tolle Kombination, wie gesagt, so bei uns eben halt zu bekommen. Wir haben das Auto in der Farbe Weiß da, wir haben das Auto auch in der Farbe Quarzgrau Metallic da. Sollte es jetzt so sein, dass jemand sagt, nee, Weiß ist nicht so meins, Grau Metallic ist also auch direkt verfügbar. So, dann sind wir eigentlich auch schon wieder so weit, dass ich sagen kann, denkt, die wesentlichen Unterschiede zwischen dem Style und dem Sportline haben wir erklärt. Ich denke, das ist jedem soweit erstmal verständlich. Wir sind natürlich hier bei uns im Autohaus auch vor Ort. Wir können das Fahrzeug gerne mal aufschließen, gerne mal zeigen, auch gerne zur Probefahrt zu uns kommen. Sollte es dem einen oder anderen derzeit nicht möglich sein, wir können einen Videochat starten, wir können telefonieren, wir können per E-Mail kommunizieren, überhaupt gar kein Problem. Nun hoffe ich, dass das Video gefallen hat. Würde mich darüber freuen, wenn wir den ein oder anderen neuen Abonnenten bekommen. Der ein oder andere, der vielleicht einfach mal subscribt und sagt, jawohl, super, hat mir gefallen das Video. Wir sind aber auch froh und dankbar darüber, wenn wir mal Kritik bekommen, wo es eben halt heißt, das oder das könnt ihr verändern, das oder das könnt ihr verbessern. So, ich sage vielen, vielen Dank fürs Schauen, wünsche alles Gute und sage, ich bin raus. Ciao.